Oft bewerben sich Independent-Escort-Damen bei Escort-Agenturen, da sie die Schnauze voll haben, sich selbst weiterhin zu vermitteln und überlassen das der Escort-Agentur. Hier höre ich unterschiedliche verrückte Geschichten. Deshalb erfährst du heute, was man als Independent-Escort auf keinen Fall machen sollte. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Bel Bennett. Auf meinem Kanal geht es um Escort-Lifestyle und mein Business. Junge Frauen, die als Independent Escort anfangen, haben meistens keine Erfahrungen und sind sehr gutgläubig. Deshalb passieren gelegentlich Fehler, die sie machen, wenn sie als Independent Escort arbeiten. Damit diese Fehler nicht passieren, fangen wir gleich mal an, was man als Independent Escort nicht machen sollte. Nicht mit dem Honorar verhandeln. Wenn man als Independent Escort anfängt, sollte man sich Gedanken machen, was für ein Honorar man als Escort-Dame nehmen möchte. Für viele junge Frauen sind 150 Euro viel Geld. Doch im Escort sind 150 Euro für eine Stunde sehr wenig. In der Regel nimmt eine Independent Escort zwischen 180 und 250 Euro die Stunde. Wenn man sein Honorar bestimmt hat, sollte man damit nicht handeln. Möchte ein Kunde weniger bezahlen, sollte man ihn ganz nett auf das Honorar hinweisen und ihm auch erklären, man ist ja nicht auf dem Bazar. Keine Dates bei sich zu Hause. Einige Escort-Damen, die sich beworben haben, haben mir erzählt, dass sie Kunden zu sich nach Hause gebracht haben, beziehungsweise das Date bei ihnen zu Hause stattgefunden hat. Das ist ein No-Go. Hat man Kunden aus der eigenen Stadt, die verheiratet sind und man hat nicht die Möglichkeit zum Kunden zu gehen, sollte man den Kunden darauf hinweisen, dass er sich ein Hotel buchen soll. In der Regel gibt es in jeder Stadt Hotels zwischen 60 und 80 Euro. Es gibt Kunden, denen ist es aber unangenehm, in der eigenen Stadt ein Hotel zu buchen. Hier kann man den Kunden anbieten, gegen Vorkasse das Hotelzimmer auf den Namen der Escort-Dame zu buchen. Das bedeutet, der Kunde zahlt den Betrag an bei der Escort-Dame, die Escort-Dame bucht das Hotel auf ihren Namen, checkt dort im Hotelzimmer ein und der Kunde hat die Möglichkeit, zur Escort-Dame zu kommen. So ist der Kunde natürlich sehr anonym. Ganz wichtig ist es jedoch, dass der Kunde das Hotelzimmer vor der Escort-Dame verlässt oder beide gemeinsam das Hotelzimmer verlassen. Auf keinen Fall dem Kunden das Hotelzimmer überlassen. Denn wenn der Kunde auf dem Hotelzimmer was anstellt oder er plündert die Minibar, muss die Escort-Dame das bezahlen. Keine Bezahlung per PayPal. Möchte ein Kunde in Vorkasse gehen oder er möchte dieses Hotelzimmer bei der Escort-Dame anzahlen, ist PayPal keine Option. Denn wenn der Kunde eine geschäftliche Zahlung tätigt, hat er die Möglichkeit, seine Zahlung zurückzuziehen. Würde der Kunde auch noch angeben, dass er mit dieser PayPal-Zahlung erotische Dienstleistungen bezahlt hat, würde man das Konto der Escort-Dame sperren und meistens auf Lebenszeit. Möchtest du erfahren, wie der Kunde eine Anzahlung leisten kann, habe ich dir hier ein Video verlinkt. Bei Hausbesuchen immer prüfen, ob der Kunde dort tatsächlich wohnt. Es wäre fatal, wenn ein Kunde die Escort-Dame zu seinem Erzfeind schenkt. Und noch schlimmer, vielleicht würde noch die Ehefrau die Tür aufmachen. Das ist sehr peinlich. Ganz wichtig als Independent Escort ist es auch, das richtige Equipment zu haben. Hierzu habe ich dir ein Video verlinkt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.